So, hi zusammen, herzlich willkommen hier bei mir im Kanal 83MeToo. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier meinen Rennrad rumstehen und hinten immer noch einen Platten. Bin noch nicht dazu gekommen, den Reifen zu wechseln. Aber heute schöne Sonne, muss ich ausnutzen. Möchte die kleine Tasche, die ich hier habe, austauschen gegen eine etwas größere. Die habe ich mir nämlich geholt hier von SKS ist die. Und die ist doch mal ein Stückchen größer. Nicht wundern, ja, so ist die schon gut groß. Aber dann haben wir unten auch noch die Möglichkeit, wenn wir diesen Reißverschluss öffnen, ist das Ding um ein ganzes Stück größer. Und es ist einfach ja hier hinten am Fahrrad verschwendeter Platz, den man wirklich super gut nutzen kann. Also richtig schön effizient. Und wie man das Ding montiert, ist wirklich ganz easy. Nicht auch diesen Drehverschluss hier und man muss einfach nur dieses Teil montieren, aber zuerst demontiere ich jetzt den und dann zeige ich euch, wie man den hier anbringt. Jetzt zu sehen habe ich hier die alte Tasche demontiert, die ganz kleine, und jetzt gehen wir erstmal hier hin und demontieren hier, ist noch mit Kabelbindern befestigt, die Halterung und schauen uns die dann gemeinsam an. Hier haben wir jetzt diesen Halterungsbefestigungs-Dingens, wie man das Ding auch immer nennen mag. Und hier unten haben wir eine große orangene Schraube. Dementsprechend braucht man nämlich keinen Schraubenzieher oder ähnliches. Und das Ding müssen wir einmal komplett abschrauben. So, danach sehen wir, hier oben ist eine Mutter mit drin, die auf keinen Fall verlieren, da aufpassen. Und hier unten, so viel zum Thema Mutter nicht verlieren, muss ich gleich aufheben. Zack, hier ist die Schraube mit drin. Und das Ganze wird jetzt von unten hier dran gesetzt. Und dieses Gegenstück nach oben und das war's dann schon. Also es ist wirklich ein Kinderspiel, wie man so schön sagt. Ja, los geht's. Erster Part ist jetzt dieses Teil hier erstmal so hinzulegen und dann so ein bisschen auszurichten. Das können wir gleich nochmal machen. Jetzt halte ich hier gegen und hier oben auch, setze das hier an und schraube hier einfach die Schraube rein. So, müssen gucken, dass die Mutter packt. Das ist eigentlich so die kleine Herausforderung hier. Ja, jetzt hat sie gepackt und jetzt können wir nämlich hingehen, wenn wir hier immer ein Stückchen mehr schrauben, befestigt sich das Ganze. So. Und dann seht ihr wirklich ohne große Anstrengung, Arbeit, Schraubenzieher und so ein ganzer Scheiß, da hat sich einer was bei gedacht. Und dann können wir hier die Tasche nehmen. Und das ist ja das Schöne, dieses Schnellschlusssystem oder Verschlusssystem, so ist es richtig. Dann kann man die nämlich mitnehmen und die wird nicht geklaut. So. Ja, und das war's schon. Das ist sowas von genial. Ja, ist noch ein bisschen zu locker. Kann ich auf jeden Fall jetzt noch mal ein bisschen fester machen. Ich richte es jetzt gerade erstmal aus. Kurz mal gerade von der Position her. Ja, es stößt jetzt nirgendwo an oder ähnliches. Ist auch irgendwie beim Treten nicht im Weg. Ist ja relativ schmal, diese Tasche. Ne? Geht nur in eine Richtung. So. Und dann kann ich das also jetzt hier. Boah. Da muss man ein bisschen Kraft in den Fingerchen aufwenden. Schön festdrehen. Ja, falsch rum. So. Und zack, habe ich das ganze Ding befestigt, hält super fest. Habe hier den großen Reißverschluss und hier und kann hier ideal was reinpacken. So zum Beispiel, was weiß ich, ein bisschen Werkzeug, damit, wenn ich mal wieder mit einem Platten habe, nicht einfach dumm dastehe, sondern direkt quasi die Reparatur anstoßen kann. Ja, zeige ich euch aber gern nochmal zusammengeklappt, heißt. Wir können sie ja noch ein bisschen kleiner machen, das ist nicht ganz so groß. Ne? Hat man ja noch ein bisschen potenzielle Größe in petto. Und ja, sieht auch nicht scheiße aus oder störend oder ähnliches. Also wirklich ganz schlicht und dementsprechend super Teil. Kann ich absolut empfehlen. Ja, könnt ihr euch ja mal anschauen. Gibt es unterhalb des Videos den Link dazu. Und wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert meinen Kanal 83MeToo. Ciao.